Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Wir haben heute das erste Waldstädter Pferderennen. Ja, mit seinen Besonderheiten, will ich es mal nennen. Lasst gerne das Däumchen da und ja, schaut auch gerne auf den True Farming Kanal vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben, ja, wie gesagt, heute das erste Pferderennen. Es wird eine wilde Nummer. Es geht die Skipiste hoch. Herr Wandlinger! Jawohl. Ja, ich würde ganz kurz einmal hier mich noch bedanken wollen bei allen, die hier da sind. Also erstmal meine lieben Danke, dass ihr alle da sind und hier am Pferderennen teilnehmen. Übrigens, der Händler sponsert einen Gutschein von 15.000 für den Erstplatzierten. Jetzt nimmt er mir dann schon wieder vorweg, der Kerl. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht sagen. Nein, Eduard, dein Wort. Ja, genau. Also, ich habe das Pferderennen ein klein bisschen unterstützt und dachte mir, ich könnte mal ein paar Gutscheine raushauen. Das heißt, der erste Gewinner kriegt 15.000 Euro. Der zweite bekommt dann 10.000, der dritte 5.000 und die anderen beiden jeweils 1.000 dann noch. Also, strengt euch an, Leute. Es geht um super Gutscheine für den Maschinenhandel. Könnt ihr schöne Maschinen kaufen. Und die Stadt wollte sich auch noch was einfallen lassen, Rudi. Ich hatte das schon mit den Herrn Böcher abgesprochen. Was? Ja. Einmal gratis tanken. Oh, wow. Wow. Ey, ganz, ganz kurz, meine Herren, ich also ich muss dir dazu sagen, ein Tropfen für dich. Bleiben Sie mal von meinem Pferd weg. Hallo, ich streichle es doch nur. Weg es da. Ist so ein schönes Pferdchen. Weg da. Hier noch Schleichen Sie sich. Guck doch mal, wie die meine Möhren Schleichen mag. Sie sich. Der mag meine Möhrchen. Weg. Okay. Füttern Sie Ihr Pferd. Hier noch eine Möhre. Für dich noch eine Möhre. Also durch die Tatsache, dass also Blackbeard, mein Pferd, ist ein Wettkampfpferd, ja, also es ist genau trainiert für sowas. Wir haben auch eine Live-Übertragung. Ja, das Ganze wird live übertragen. Internationaler. Gehen Sie von meinem Pferd weg. Ich gucke nur, wie hinten alles in Ordnung ist unterm Schweif. Gehen Sie von meinem Pferd weg. Mhm. Ja, internationale Pferderennvereinigung. Schaut dazu. Das heißt, die Beste, Sie sind vielleicht gegen das Angebot. Gell? Okay. Kurz zu den Rahmenbedingungen. Wir haben da ein bisschen die Wettkampfdiszipline mit übernommen. Wir machen ein gemeinschaftliches Rennen, jeweils 5 Runden. Nauf und unter. Ja, hier unten ist immer eine Runde vorbei. Wenn das rum ist, schaltet der Letzte aus und es geht weiter. Ach so, also man muss hier unten rum und wieder hoch. Genau. Ach, und es wird so ein Ausscheidungsding, das heißt, wenn der Letzte fliegt immer raus. Genau, also der Letzte fliegt raus. Wow. Okay. Ein K.O.-Rennen. Das heißt, der nach 5 Runden als Letztes hier reinkommt, der ist raus und dann geht's in die nächste Runde. Und ich kann euch sehr empfehlen, Leute, stellt euch an der Strecke auf, es könnte lustig werden. Ne, für die Zuschauer. Dann verteilen wir uns mal unterwegs, ja? Ja gut, genau. Dann machen wir den Startschuss jetzt hier. Jawohl. Ich will das hinter mich bringen, verdammt. Oh. Schiebung. Oh, Blackstreet, was ist denn los? Ey, mal ganz ruhig, hallo? Ja, ist ja aufgeregt, der Kleine. Hallo. Der ist nicht aufgeregt, das ist ein Profi. Der ist aufgeregt, glauben Sie mir, Herr Wartlinger. Hör doch auf hier, sag mal. Hallo? Blackbeard. Mach uns nicht peinlich hier, sag mal. Hat er gerade ein Püpschen gelassen? Hat sich so angehört, ja. Okay. Ich glaube, es ist ein Nervositätspüpschen. Wenn Sie vielleicht einfach mal die Pferde schneller stehen lassen würden. Dankeschön. So, Männchen. Ja. Auf die... ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Blackbeard, was ist denn los? Oh nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Geh weg. Was machst du da? Geh weg! Oh nein! Hey, du hast ihn nicht schon losgelaufen? Ey, da ist einer neben der Strecke! Ich bin rausgefallen. Oh, Blackbeard, was macht du denn? Ich glaube, das wird am Start schon lustig. Ja. Nee, die kommen dann immer. Der, hier geht das aber hoch. Mein Gaul will hier nicht hoch. Der nur am Pupst, was ist los mit dir, Blackbeard? Komm! Jetzt gib doch Gas, du Gaul! Warum macht er es denn mit nicht? Dir? Warum will er denn nicht hier hoch? Ich wäre hier blöd. Boah, das stinkt aber. Hier ist eine kleine Spur hinter ihr, Blackbeard. Was ist denn los, ey? Hör auf, benimm dich! Ey, was ist denn das für ein Scheißpferd? Oh, du Hepper! Was ist denn los, ey? Hilfe! Scheiße! Das Pferd ist nur am Furzen! Mein Pferd wird manipuliert! Wieso? Das hat Aussetzer! Wie? Da ist gar nichts manipuliert! Die Pferde sind topfit!
Was ist das? Au, jetzt war kurz. Komm. Oh, nee. Arne, komm. Aufmachen, Arne. Was muss ich aufmachen? Die Handbremse, der Hebel links unten. Geh weg mit dem Scheißgaul. Ich komm hier nicht durch. Ich hänge. Ich kann nichts tun. Komm, Blackbeard, was ist los mit dir? Mein Gaul hängt im Zaun. Ich wäre hier wahnsinnig. Hey, Herr Lauchinger, das war unfair. Och nee, ey, so ein Kackpferd. Man muss auch über den Hindernis drüber, Ostberg. Drüber. Au, au, ja, nein, doch, ja. Oh. Oh. Blackbeard, der Sieg ist unser, Herr auf der 14. Jetzt weiter. Es stockt. Oh, ich glaube, sie sind jetzt... Hilfe! Hallo? Hilfe. Nein, ihr Pferd piept! Und wieder runter! Wie, schon wieder runter? Wieso bist du schon wieder... Das kann doch nicht wahr sein! Auf geht's! Der Bescheiß, der hat abgekürzt! Nein, hat er nicht. Oh, Scheiße! Was ist los mit dem Pferd? Der hat was Schlechtes gegessen, der Wartlinger! Gönnst du dem mal eine Pause! Ich muss durchziehen, er ist mit Kopfpferd. Boah, stinkt das hier. Oh Gott, Hilfe. Das meilert hier, das geht gar nicht. Was macht's? Das meilert. Achso, ich hab was anderes schon. Oh Gott. Ey, mein Pferd stockt. Ja. Oh, oh nein. Vorwärts. Ja, Wartlinger, ich weiß nicht, ob das normal ist. Das ist nicht normal, was ist mit dem Pferd? Aber irgendwie schnell dadurch. Das ist ja wie Nitro, ey. Oh. Sie müssen das anzünden hinten. Dann geht er richtig ab. Ja, irgendwie ist das... war langsam. Oh nein. Halt. Lauf, du alter Gaul. Oh, jetzt geht's bergab. Yippie. Ey, wie soll ich da drüber kommen? Ja, komm schon aus. Oh, wow. Das sieht gut aus. Das hätte ich ja nie gedacht. Oh nein. Nein. So, erste Runde abgeschlossen. Komm, nimm die Nitro raus. Fünf. Oh Gott, da wird's dunkel. Jetzt, du brauchst nur letzter werden, Lauchinger, da bist du raus. Bleib still mit deinem Scheiß. Der letzte ist raus, ich verstehe. Immer der letzte ist raus. Johanna! Fast Kopfstand. Fast Kopfstand. Jetzt mach dich hier durch. Du Kackgaul. Oh, Klaus auch gut hier. Ja, geht so. So ein Mist. Oh nein, der Klaus. Oh Gott. Jetzt reit doch los! Ich hab da nicht so ein schlechtes Pferd gesehen wie dieses. Aber jetzt hol ich auf. Rosenberg, das ist der absolute Wahnsinn. Komm aus Wien, gib alles. Jimmy! Komm, du hältst nein. Komm, wir dürfen nicht ausschalten. Oh, da ist schon der letzte, glaube ich. Ja, hier, Wartlinger, das sieht gut aus. Oh, ich glaube, Langhammer steigt aus. Der ist ganz hinten. Was, Rudi? Das sind erst fünf Runden. Na, nach aber der fünften. Steigt in jedem Runde raus, geht doch einer Rudi. Raus, oder? Nee, ab der fünften! Was? Ja, dann reiten wir 10 Runden. Was? Naja, nein, in der ersten Runde der erste raus und so weiter, oder? Nee. Er meinte der letzte, ab der fünften geht es los. Damit nein, man noch eine Chance hat, natürlich, nicht okay, Sir. Natürlich! Wer macht denn hier die Regeln? Ja, aus wen? Weiter. International Pferd Association. Was? Ja, ist klar. Oh, Scheiße! Warte, bleib still jetzt Ball da vorne! Dein Gaul kann ich gar nicht so viel hat er gar nicht drin! Ich hab den Ballen voll gekackt! Oh ne, jetzt rutsch ich auch noch auf den Ballen aus. Ich will dann jetzt nicht mehr, ich brauch wieder irgendwie. Ja, Arne, hier! Nimm die Flasche Wasser! Oh ja, danke. Vielleicht jetzt, komm. Ja, jetzt läuft er wieder. Sieht gut aus. Ab der fünften Runde, ihr habt doch eine Backe, habt ihr, ey, ganz ehrlich! Wir haben anderthalb! Komm schon! Wartlinger, bleib stehen, hier stinkt's überall, Rudi, das geht gar nicht, dein Pferd ekelhaft. Ekelhaft! Pfui Deibel! Was gibst du deinem Pferd zu essen? Das ist ja widerlich! Ich glaub, das ist der Skibock, das war der Apfel! Da war ja nicht der Apfel! Oh, Vollgas! Spinnst du? Ja, Klaus! Da ist nicht der Klaus. Ja, okay. Komm. Sonntagsspaziergang! Ja! Ich komme! Oh nein, mein Pferd, ich hab abgesattelt! Boah, Alter, komm da lang geschossen. Los geht's, Blackbeard, du kannst es! Das gibt's ja nicht, der scheiß Gaul muss doch mal zerbrechen langsam! Oh. Du brichst ihm noch die Achsen im Nein, Vieh. Der kann das ab, das Rosi! Aua.
Oh, was mach ich, Idiot, denn nur? Lange haben wir Los auf. Geht's! Rosi, lass mich nicht im Stich, ich kann nicht mehr. Oh Gott, hier ist so viel Kacke am Boden, oh Gott. Das ist wie in so einem Schweinestall hier so langsam. Hilfe, ey. Du kriegst den noch, der ist nicht weit weg. Ja, ich weiß. Wo ist er denn? Na gut, den Berg runter. Ach so, echt? Und yippie! Oh, was ist jetzt los? Oh. Ich hab Zündaussetzer. Ich auch. Mein Pferd hat Herzrhythmusstörung. Oh nein. Tu mir das nicht an, kurz vom Ziel. Oh, nicht vom Sprung. Bitte nicht vom Sprung. Nicht vom Sprung. Ach Mann, ey. Jetzt mach doch, du scheiß Labergaul. Komm. Yeah. Oh Gott, schon wieder. Pinke Beine sind keine Toilette. Unfassbar. Gib Gas! Komm aus Wien, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Ja, ich mach doch schon Hackengas hier, volle Bude. Der war sehr, der war gut. Hau die Hacken nochmal rein und dann gib Jalla. Der war gut, der war richtig synchron. Ja, Anna, wunderbar. Komm schon, zieh! Uli, super! Oh, der kommt so schwer den Berg hoch. Vorwärts! Komm! Warte, Digga, dein Gaul hat sich doch schon ausgeschissen. Das ist doch nicht normal. Ja. Da kann ja nichts mehr drin sein. Er kann es. Mach schon. Glieder jetzt. Ja, wart länger. Sehr gut. Jetzt reite ich dir wieder weg. Ich wäre hier wahnsinnig. Oh. Aber was ist das? Ah, wart länger. Was ist los? Oswin, mach schnell. Der hängt da vorne fest. Och, Mann. Ich bin so ein Fingerligastiniger, das ist nicht Boah, normal. Boah, da passt du durch. Och, nee, ey. Komm, Rudi. Mach doch. Nee, das Ding hat... Da, rauf da. Rauf mit dir. Nein, nicht schon wieder auf den Baumwollbein oder rauf zu furzen. Nein, da, los geht's. Oh, er wird langsamer. Was ist los mit dir, Blackbeard? Warte, Digga, dein Gaul ist scheiße. Ich komme. Ich sehe dich schon. Scheißen. Dein Gaul, da stimmt was nicht. Quäl den doch nicht so. Der hat sich doch schon komplett vollgeschissen am Schweif hinten. Zu dem Pferd los. Da wedelt die Kacke hinten rum, Mensch. Was soll das? Du, der Pferdeapfel habe ich aber eine andere Konsistenz in Erinnerung. So. Oh, jetzt gibt er mal Pulle hier! Ich komme! Ey, sag mal, ihr wollt ja nicht extra, ihr wollt ja nicht wirklich hier 5 Runden machen, bis der erste ausscheidet! Natürlich! Das ist doch völliger Wahnsinn! Nein! Oh Gott, was ist denn? Ist doch jetzt gleich die dritte hier! Ach stimmt, das ist ja schon die dritte! Oh, Blackbeard, was machst du? Nein! Wo will der denn? Mit der Gaul haut ab! Warte, Digga! Der Kabel ist aus. Jetzt geht er hier rüber. Was geht denn hin? Der meint, das ist die falsche Richtung, Wartlinger. Herr Wartlinger, das ist die falsche Strecke. Ich weiß. Oh, Scheiße. Oh, wieder rein. Ja. Oh, nein. Rückwärtsgang. Herr Wartlinger, sind Sie doch da mit Ihrem Gaul? Herr Wartlinger? Oh, oh. Ich glaube, er ist verunglückt. Wie sieht's aus? Bin ich in Führung? Ja. Die Vitamine wirken, ey. Sehr gut. Die Vitamine wirken, sehr gut. Oh, es kommt noch keiner wieder runter. Für eine Runde. Oh, das ist aber anstrengend. Das ist aber auch anstrengend. Hilfe, Blackbeard, hör auf! Wartlinger! Halt den Gaul auf! Der ist irre! Hilfe! Was ist hier los? Was hat er denn, Mensch? Der ist total außer Rand und Band! Ja, der wäre ich auch nach 20 Liter Flüssigkeitsverlust. Oh Gott, ich muss ausscheiden. Es geht nicht mehr. Herr Wartlinger, jetzt. Oh. Nein, Sie müssen das Rennen abschließen. Kommen Sie. Oh. Sie können da nicht einfach ausscheiden. Trink kurz was. Trink kurz was. Hier. Weiter so, du bist in Führung. Sehr super. Gut. Oh, auf geht's. Blackbeard, jetzt komm. Jetzt holen wir das Ding. Let's go! Oh mein Gott. Hat das Gefurze schon aufgehört, Herr Wartlinger?
Natürlich, jetzt geht's ab! Nein, bitte nicht! Herr Wartlinger! Sie müssen dem auch die Schonzeit geben! Nix! Let's go! Oh Mann, ey! Geben Sie denen eine Schonzeit! Der galoppiert hier hoch. Wo ist denn der Wartlinger? Hey! Scheiße! Let's go! Komm, Blackbeard! Wir müssen deinen Titel verteidigen! Oh Mann! Herr Wartlinger, kriege ich eigentlich so einen Sponsorvertrag, wenn ich hier gewinne? Das weißt du ich nicht. Ja, aber Sie haben doch gesagt, wenn man hier den großartigen Blackbeard schlägt. Kann sein, ja. Oh, okay. Was erwartet einen da? Ja, Geld. Oh, super, da bin ich bei. Brauche ich. Ich möchte mir Marcel Ferguson kaufen. Ja, Arne, vorwärts. Oh, warte mal, jetzt kommen doch schon die Ausscheidungsrunden, oder? Wir sind gerade in der vierten. Na, ich bin ja schon wieder runter. Dann kommt. Was? Na, ich reite schon wieder runter hier. Schieberei! Was ist das? Schieberei? Scheißerei, würde ich sagen. Herr Wartlinger? Ja, ich habe gerade einen Stau hier. Ich glaube, in der nächsten Runde scheidet dann einer aus, oder? In den nächsten. Richtig. Okay. Gut, streng dich an, Rosi. Wer jetzt als letzter ankommt, der ist raus. Streng dich an, Rosi. Enttäusch mich nicht, Rosi. Das ist alles nichts, wir müssen das durchziehen. Wir brauchen dieses Geld. Und unser Leben. Komm schon. Wie ihr Leben? Wie, was? Ach, sie redet hier mit der Rosi nur. Aha. Die Rosi soll zu Salami gemacht werden, wenn sie nicht gewinnt. Was? Nein. Komm, Rosi, sonst landest du nebenan auf dem Grill. Ja, nein, Rosi, schnell weg. Ist jetzt schon der erste ausgeschieden? Nee. Jetzt, wenn wir runterkommen, ich glaube, lang haben wir jetzt der letzte. Rudi, nee. Das ist einer hinter mir. Echt? Ja. Rudi, du labest Socke. Oh, Weiden ist der letzte. Was, der Exporteur? Ja. Hast du aber ihn mitgenommen, sei ehrlich. Ja, könnte möglich sein. Hast du das schon verkauft, das Zeug? Es steht schon parat. Gut. So. Dein Pferd steht. Ich hol dich drauf! Ach, da kann ich ja noch drei Kaffee trinken, bis Wunderbar. Du da bist. Arne, weiter, du bist ganz dicht hinter dem Wartlinger. Ja. Sehr hol ihn dir! Nein, was ist hier los? Oh, reite doch! Gott, du Sau! So. Wir hatten sich eigentlich dieses Ballhindernis hier einfallen lassen. Das ist ja wohl der absolute Super-GAU. Super, Rudi, 5 Punkte in der B-Note. Naja, mein Pferd hat sich 2 Beine gebrochen bei dem Ding da gerade. Oh Mann. Hat's ja noch 2. Spring! Oh, wer ist das denn hier hinten? Nein, der Zaun. Klaus. Hallo, Klaus. Hallo. Komm jetzt hoch hier, gib Gas. Komm, Arne. Schaffst du. Oh, was ist das hier? Jetzt hol ich den Zaun. Nein, ich hab schon gedacht. Ja. Okay. Das ist der Kampf. Okay, Leute, wir sind gut in Führung. Spannendes Rennen. Ich hoffe, euch gefällt. Spannendes Rennen. Wir sind gut in Führung. Das sieht nach einem... Rosi könnte das Ding gewinnen. Also die Abführmittel scheinen zu helfen. Bei Wartlinger. Sehr gut. Blackbeard ist außer Gefecht gesetzt. Das ist wirklich fantastisch. Wirklich fantastisch. So, und der Erste scheidet jetzt schon aus. Und yippie! Oh, da unten kommen sie. Weg! Na, hör mal! Das ist aber ein enges Rennen hier. Weiden ist raus! Der Weiden ist raus? Ich bin raus! Oh mein Gott. Rudi, bist du der Nächste? Jetzt macht er hier wieder Stau auf dem Scheiß. Ich hoffe, ihr kriegt die noch da vorne. Gib Gas, Rudi! Wir brauchen die Gutscheine für den Händler! Ist mir vorbei! Nein! Wir brauchen die Kohle! Du musst mindestens Dritter werden! Zweiter wäre doch besser! Und zweiter hopp's. Platz gehört mir! Denn solange wie es der Zweite bleibt, ist gut! Wie soll's denn der Erste werden? Also eine Runde Vorsprung fast. Ich bin jetzt in der nächsten Runde! Wir kommen gerade oben an. Ich hol euch noch. Krieg halt. So, ja, Blackbeard. Gar nicht ist da hier mit Blackbeard. Labergaul. Mhm.
Ich werde es untersuchen, wenn ich irgendwelche Substanzen feststelle, Rosenberg. Ja, ich kann nichts dafür, wenn Sie Ihrem Pferd vielleicht das falsche Dopingmittel gegeben haben. Ich brauche Blackbeard nicht dopen. Aha. Sind Sie da sicher? Ja. Na, da bin ich ja gespannt. So. Oh, da kommst du wieder runter. Eduard, mach schon mal die Kohle locker. Was wir brauchen einen neuen Tracker. Traktor. Klar. Mach weiter so, Aswin. Yippie. Oh. Scheiße. Am Zaun hängen geblieben. Dummer Gaul. So, weiter geht's. Vielleicht sollten sie ihrem Blackbeard mal Blackbeard geben. Oh. Oh, wow. Der war. Oh nein. Ich häng am Zaun. Los. Rudi, hol ihn dir. Ich gebe alles. Aber ich glaube, mein Schimmel will nicht mehr. Echt jetzt? Bist du ausgeschieden? Na, aber ich werde da nichts mehr holen, glaube ich. Oh Mann, oh. So, komm, Arne, mach ihn fertig. Das verkraftet sein Ego nicht. Der bremst mir ja ständig aus, der Hund. Unfaire Mittel vom Bartlinger. Hä, gar nicht. Hol ihn dir. Lauriger, schnapp ihn dir. Herr Ull. Bartlinger, so ist das, wenn der Schimmel schon schimmelt. Oh, ich hab keinen Schimmel. So. Endspurt für Rudi. Ja, Rudi ist raus. Ja. Raus! Wir sind noch drei im Rennen, ne? Ich weiß gar nicht, wie schnell ich rein. Gibt's hier keine KMH-Anzeige? Nein, das ist ein Pferd. Drei Bands sind noch im Rennen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann wird's ja nochmal spannend jetzt hier. Ich kann dir da ein Tacho einbauen, Auswind. Kein Problem. Echt? So ein Pferdetacho würde ich führen. Boah, einfach mit Kabel. Kennt ihr diese Tachos vom Fahrrad? Einfach mit Kabel sind dann die Hufe. Mensch, Lauriger, jetzt reiß dich doch mal zusammen! Hol ihn dir jetzt, oh. Jetzt, da bremst ja eh wieder alles aus da vorne jetzt. Wie gesagt, das verkraftet sein Ego nicht, wenn der Zweiter, wenn der nicht Zweiter wird. Oh. Wenn der Neuling von der Stadt schneller ist, dann dreht der Wartlinger frei. Hast du Unterbodenbeleuchtung unter die Hufe vielleicht noch, Eduard? Lässt sich machen, ja, bestimmt. Sehr gut. Mit LED und Akku, ja. So, warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt... Jetzt scheidet ja einer aus. Das heißt, wenn ich jetzt... Das ist ja die letzte Runde jetzt hier, oder? Deine, ja. Ja, das ist doch die letzte Runde. Wer jetzt ins Ziel kommt, dann das erste hat gewonnen. Wenn du jetzt ins Ziel kommst, hast du gewonnen. Ja, na, wenn jemand ins Ziel kommt, hat er gewonnen. Ja. Oh Mann. Gas, du alter Gaul. Alter Gaul. Oh Mann, 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 Mann. Ich sag euch, Leute, ey. Rosi, mach das Ding, ey. Die Abführmittel, die haben gute Wirkung gezeigt. Aber auch die Vitamine gehen gut. Also Rosi kommt hier ganz gut hoch den Berg. Wenn man mal eingegruft ist, dann geht das. Scheiß die Wand an. Eduard! Wir können auch noch glühende Hufeisen drauf machen. Die leuchten auch eine Zeit nach. Ein Blackbeard kann einpacken. Eduard! Okay. Oh, der Wartlinger ist nicht mehr auf 2. Oh, Arne hat überholt. Sehr gut. Sehr schön. Oh, ey, sauberer Sprung. Das geht alles in den Skorpion. Ja, Wartlinger. Das wäre ja zu hart, Wartlinger. Oh nein. Nein, was macht ihr denn jetzt? Oh ja. Nein, hör auf. Und da kommen die beiden ins Ziel. Man sieht sie schon von Weitem über die Hindernisse springen. Oh, oh, was passiert? Was passiert? Ganz vorne wird es ein Fotofinish. Und Wartlinger. Wartlinger ist raus. Vor dem Wartlinger im Ziel. Blackbeard. Wartlinger ist raus. Platz 3 mit dem Rennpferd. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Wartlinger. Schiebung! Oh, was? Ich werd es untersuchen lassen. Irgendeiner hat da was reingemischt. Niemals. Ja, aber Blackbeard, ja. Ja, vielleicht hätten sie denen nicht so viel Gras geben sollen, noch kurz vorm Rennen. Ich hab dem gar nichts gegeben, außer Äpfel von ja. Ihnen. Ich wusste ja nicht, dass er eine Apfelallergie hat. Tut mir ja leid. Mhm. Oh Mann, ey. So, die letzten Meter. Es geht wieder nach unten. Rosi, fall nicht über die eigenen Beine. Zieh durch, Rosi. Du schaffst das. Wenn man den Schweif mit HG stylt, wird das dann zum Spoiler? Für den Abpressdruck, meinst du? Genau. Ey!
falsche Seite! Auf der falschen Bahn! Schiebe um, die hat mich hier abgedrängt von der Fahrbahn, Geisterfahrer! Daumen, lauriger Weihnachtsruh! Den kriege ich! Nein, scheiße, scheiße, scheiße! Letztes Hindernis, komm schon! Oh, ich bin abgestiegen! Du hast genug Zeit, Oswin, mach ruhig! Der macht aber auch nicht so viel von 0 auf 100, oder? Der Gau hier! Hat ja auch nur ein PS. Scheiß die Wand an, ey. So, jetzt geht das runter. Yippie! Rosi! Oh, da ist er auf der Zielgeraden, der Oswin. Rosi, gib alles! Oh, Yippie! Komm, Oswin, Endspurt! Rosi! Und da ist er im Ziel, oh. Der Oswin. Rosi! Ich bin so stolz auf dich, meine Kleine. Oh. Ja, jetzt wird sich nicht gepaart hier. Hör auf, Rosi. Bist aber ganz schön abgehoben, Oswin. Ja, ja. Merk das schon hier. Ah, Rosi, eine feine, ja, bist du eine feine, ja, komm her, lass dich mal richtig durchknuddeln. Ja, feines Pferdchen. Und da kommt sehr Arne. Gut. Was, jetzt kommt der schon? Auf aber Zielgeraden. Der hat abgekürzt, die Sau. Was denn jetzt? Ich hab schon wieder Herzrot bestellt. Filz und Nugent. Das Pferd ist am Limit. Der macht den Neo aus der Matrix. Beim Sprung. Oh nee! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Pass auf, dass du dich in den Rückwärtsgang reinmachst. Ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung, habt ihr diesen Typen in dem Mantel gesehen vielleicht? Der war nicht so gesprächig. Der nee. Von hier war. Der stand hier noch und dann war er irgendwie. Ist er weggelaufen. Hat der nicht sowas wie gesagt, wie das wird Folgen haben oder so? Was? Irgendwie sowas, ja. Und der war auf einmal weg. Ja, der ist abgehauen, bevor du mich überholt hast, Rosenberg. Okay. Hm. Na gut, nee, dann ist ja alles im grünen Bereich. Mensch, ich hab gewonnen! Yippie! Rosi! Rosi, super, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ja, na, ich würde sagen 50.000 war für Umme. So sieht aus, ja. Geil, und du kriegst auch noch einen Tausender. So sieht aus, Rudi. Ja. Die letzten beiden kriegen 1000, hat er gesagt, ja. Okay. Richtig. Also, dann haben wir 16.000 für den Hof, wa? Perfekt. Ja. Na dann, vielen Dank, dass ihr beim ersten Mal Shatner Feldrennen mitgemacht habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War eine witzige Nummer auf jeden Fall. Oh Gott sei Dank konnten wir das Rennen gewinnen, ich sag euch. Gerade schon nochmal gut gegangen. In diesem Sinne, vielen Dank und schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.